Was geht ab, Leute, und herzlich willkommen zu einer neuen Reaction auf dem Kanal. Heute haben wir die Maschine, den Cyborg, auch genannt Arda, mein Teamkollege bei ESN, am Start. Und was der Junge macht, hat meinen vollsten Respekt verdient. Muss ich ein bisschen weiter ausholen. Ich war mit Arda schon länger in Kontakt und wir haben tatsächlich über sein Vorhaben geredet. Er läuft von Berlin nach New York City. Und ja, das war auf jeden Fall, als ich das erste Mal gehört habe, habe ich gesagt, Junge, das ist geisteskrank, aber du bist es, Alter. Jetzt ist er mittlerweile schon, ich glaube, 2, 3 oder 4 Tage unterwegs. Ich glaube, 4 Tage schon. Und hat ordentlich, ja, Meter gemacht, wortwörtlich. Deswegen will ich euch mal mit der Reaction dahin mit reinnehmen und einfach zeigen, ja, Mann, was man mit dem richtigen Mindset und dem richtigen Herz auf jeden Fall tun kann. Deswegen, ja, Mann, lasst uns da reingehen mit Gewitter Richtung Harz. Arda's Vlog auf der Cyborg Season 2024. Lego. Erste Episode müsst ihr euch auf jeden Fall auch gönnen. Richtig brutal, habe ich mies gefeiert. Da ist er beim Brandenburger Tor losgelaufen. Jetzt ist er irgendwo in der Pampa, wie man sieht, mit dem Wohnmobil und dem Videoteam, was ihn begleitet. Und ja, Mann, wir schauen auf jeden Fall, was abgeht. Hier das Erikil, das türkische Wasser, sieht man hier schon. Und den rote Betesaft. Guter Mann, damit geht's auf jeden Fall vorwärts. Guten Morgen. Morgen neuer Tag. Heute ist Tag 3. Ich glaube, das ist auch das Intro dann fürs zweite Video. Heute Nacht sehr kalt gewesen. Wirklich sehr kalt. Also ich glaube, heute waren es irgendwie 0 Grad über Nacht. Hat es über der Wiese so ein bisschen Frost gebildet. Weißt du? Habe ich auch gut gemerkt. Aber Gott sei Dank sind dieses Equipment, was ich habe, schon warm. Also ich habe jetzt nicht gefroren, aber war schon sehr frisch. Die Wäsche, die wir gestern aufgehangen haben, die ist nicht trocken. Und dann heißt es erstmal wieder Kilometer sammeln. Bis zum welchen Ort laufen wir? Junge, das müsst ihr euch mal überlegen, Mann, was das ist. Der Typ läuft am Tag 50 Kilometer, pennt dann nicht irgendwo in einem geilen Bett und regeneriert sich gut, sondern schraubt sich da irgendwie mitten in den Wald rein, friert sich da einen ab. Das ist so, ich finde es so geil, Mann. Was ich ja lieb, sind Leute, die mit Leistung überzeugen und Leute, die, ja, Mann, sich an ihre Limits pushen und einfach von der Sache so fasziniert, so leidenschaftsvoll sind. Ja, deswegen, solche Leute feiere ich, mit solchen Leuten habe ich gern zu tun, die pushen einen selber auch und ja, Mann, was der da macht, ist absolut, absolut geil. Jetzt. Görnitz. Görnitz, ich glaube, das sind ungefähr wieder 30 Kilometer, danach gucken wir weiter. Die nächsten Tage sollte wohl auch regnen, ich hoffe, dass es nicht regnen wird. Kälte und Regen, noch nerviger, kein Problem. Ja, Bro, im April loszudüsen ist halt echt räudig. Ich glaube, allein heute an dem Tag hat es geschnien, geregnet, war die Sonne full draußen und war es arschkalt gleichzeitig. Also unter den Wetterbedingungen da zu rennen, ist krank. Wir machen weiter. Wir sehen uns in 30 Kilometern, wa? Beim nächsten Ziel. Später. Bis später. Spätestens da an dem Baum wäre mir dann schon die Puste ausgegangen. Extra, extra, read all about it. Extra, extra. Morgendliche Lauf hat angefangen. Gerade vor 200 Metern angefangen, aber Wege sind wieder sehr holprig. Sehr viele Schlaglöcher. Ich komme immer langsam erst voran, das regt mich mal ein bisschen auf. Also ich kann die Pace nicht so hoch halten. Aber wir kommen voran. Das ist das Wichtigste. Überall Schlamm, Sand. Aber ja, hier ist schon fit. Was sehr oft ein Struggle ist in meinem Kopf, dass ich so langsam laufen muss. Also ich gucke immer auf meine Uhr, dann sehe ich so die Pace, also dass ich nicht so schnell vorankomme und das triggert mich. Also wenn ich schneller laufen würde, ist das Risiko höher, dass ich vielleicht ein Schlagloch oder einen Stock oder so übersehe bei den Wegen hier. Deswegen muss ich dieses aus meinem Kopf ausschalten und muss einfach versuchen, die Kilometer abzuarbeiten über den Tag. Ob es am Ende ein bisschen länger dauert, dann ist es halt so. Aber ich muss versuchen, das Risiko zu minimieren und auf diese anderen Gegebenheiten ein bisschen so in meinem Kopf auszuschalten. Am Ende kommt es darauf an, dass ich über den Tag die Kilometer abgearbeitet habe. Also offiziell, der April macht, was er will.
vor einer Stunde dachte ich, es ist Dezember, Winter ausgebrochen. Jetzt auf einmal so warm geworden, ist ja geisteskrank. Also der Unterschied, wenn die Sonne scheint und Schatten, ist crazy. Jetzt habe ich hier die ganzen Sachen hier reingeklemmt, meine Mütze, mein Schal und so. Aber man merkt, wenn ich durch die Sonne laufe, ist es übertrieben heiß. Und wie jetzt gerade im Schatten, ist der Wind voll frisch. Deswegen ziehe ich meine Jacke lieber jetzt noch nicht aus. Ich bin hier gerade in so einem kleinen Dorf, irgendwo nirgendwo. Super. Wenn ihr eine Sache habt in eurem Leben, egal was für eine Lebenssituation ihr seid, egal was euch bevorsteht, jeder Mensch verspürt irgendwo auf eine Art und Weise Angst. Das ist eine Emotion, also oder Respekt vor einer Sache. Das ist eine Emotion, die kann man schwer unterdrücken. Dieses Gefühl hat jeder von uns. Der eine etwas stärker, der andere etwas vielleicht weniger. Und viele denken, dass wenn man Angst hat vor etwas oder sich vor etwas scheut, dass man Schwäche zeigt. Ist aber nicht so. Du zeigst erst Schwäche, wenn du dich der Angst nicht stellst und dich verkriechst. Deswegen, egal was euch bevorsteht, ob es sportlich ist, ob es Arbeit ist, ob es schulisch ist oder was auch immer, irgendein Wettbewerb, versucht euch eure Angst zu stellen, weil aus der Sache könnt ihr nur als Gewinner raus. Ihr geht erst als Verlierer raus, wenn ihr euch der Sache den Rücken wendet und euch verkriecht. Egal was. Wahre Worte, Alter. Ich Gänsehaut auf jeden Fall, weil genau das ist es. Das ist auch so die Quintessenz dieses ganzen Sportdings auch. Es ist einfach, egal ob es jetzt Gym ist, was ich mache, Krafttraining, was er macht, Laufen, Ausdauer. Wir alle kommen an die Barriere, wo man einfach mental Angst hat, sich denkt, fuck, das schaffe ich nicht. Allein vor jedem Training, wenn der jetzt 50 Kilometer läuft, vor, was dir da durch den Kopf geht, wenn du weißt, ey, heute steht, keine Ahnung, Kniebeuge mit 250 Kilo an. Das sind alles Emotionen, die sind brutal, aber die sind auch geil und deswegen, ja, kommt man auch, wenn man, ja, diszipliniert Sport macht, in allen anderen Lebensbereichen auch weiter, wie Schwarzenegger schon gesagt hat, deswegen macht Sport und, ja, man, habt keine Angst vor euren Ängsten, geht da durch. Vor euch steht, geht die Sache an. Was am Ende dabei rauskommt, kannst du auch nicht immer beeinflussen. Das Einzige, was du beeinflussen ist, dass du dein Bestes gibst und versuchst, an deine Grenzen zu gehen. Hier war gerade ein Schuss, ich glaube hier ist irgendwo ein Jäger und da war ein Jaule. Es war so ein stumpfer Wump und dann so ein Das ist glaube ich jemand am Jagen oder was auch immer das sein soll. Weil hier sind auch überall diese Jagdhäuser, wo man so oben sitzt, wo die glaube ich so anvisieren und so. Hier ist zum Beispiel einer. So, wir sind bei Kilometer 11 mittlerweile. Jetzt bin ich im Stadtteil Deetz. Keine Ahnung wo das ist. Läuft gut, mittlerweile Landstraße auch überquert. Lindau, das müsste da beim Bodensee sein, oder? Liege ich da falsch? Geografisch nie so gut aufgepasst in der Schule. Super, ich laufe immer auf der Gegenstraßenseite. Jetzt kommt hier ein Traktor. Jetzt halte ich kurz hier an, lass ihn vorbeifahren. Ich gehe dann wieder auf die Straße. Mittlerweile bei Kilometer 15, ich glaube noch so 15, da sind wir am Ort angekommen. Kurz was Kleines trinken, Halbmarathon haben wir jetzt auch im Kasten. Weiter geht's. Also ich muss jetzt hier warten, jetzt diese Schranke. Ich glaube, gleich kommt ein Zug. Wir sind jetzt bei Kilometer 28. Ich glaube, es sind noch so 5 Kilometer oder 4 Kilometer oder so. Einfach an der Gleise warten, an der Schranke, wo die Autos stehen. Nach einem klassischen Halbmarathon, um dann noch 5 Kilometer weiter zu rennen. So sieht's aus. Bewildered Mary was part of the congregation too. She came flying down into the valley one day on a pale white horse with burning hue. That's strange, said Reverend Jack. I didn't expect revelation to come so soon. Junge, da muss man eigentlich auf so viele Sachen aufpassen, die ich jetzt davon nicht bedacht hätte. Allein die ganzen Wege und was weiß ich, sich da nicht den Fuß abzuknicken, irgendwelche Hunde, irgendwelche Jäger im Wald, irgendwelche Schutzgebiete, was weiß ich, wo man da überall durchrennen muss. Wäre völlig crazy. Und
Props auch an das Team, was dabei ist. Also man ist ja nur so stark wie sein schwächstes Glied und das Team muss da auf jeden Fall auch voll mitziehen. Ich habe heute Morgen noch kurz mit Arda geschrieben. Ich glaube, der ist noch auf jeden Fall 50 Tage, wenn nicht länger, unterwegs. Und das auf so eine Zeit, auf so einen Pace zu halten, die Leistung seinerseits erstmal und die Leistung vom Team, sprich immer alles am Start zu haben, Alter. Die müssen ja auch essen, Wäsche waschen, keine Ahnung, kochen, alles organisieren und filmen. Props an die ganze Crew. 32 Kilometer, so eine kleine Pause. Was waren für Wege? Viel Landstraße diesmal, Anfang viel Wald. Oh, eigentlich alles mögliche wieder, von allem mit dabei. Ich habe übertrieben Durst. Ach so. An alle, die die Daten und so mitverfolgen wollen, folgt mir alle auf Strava. Unten ist der Link. Meine Hose lüftet gerade draußen. Ich nehme jetzt erstmal hier kurz meine Supplements und danach mache ich mir was zu essen. Wahrscheinlich wieder Cornflakes. Ich habe Bock auf so einen Apfel. Schon krass, wie intensiv die Phase ist. Heute ist Tag 3. Es fühlt sich irgendwie an, als ob wir schon seit 3 Wochen unterwegs sind. Ich glaube, dadurch, dass du halt öfter läufst am Tag, sind wir jetzt gefühlt beim 6. Tag schon, statt beim 3. Ja, so auch, nee, auch so von den Einflüssen. Also, weil wir ja jeden Tag was anderes sehen. Yeah. Jeden Tag landen wir woanders. Auch dieses Ungewisse, das macht die ganze Sache so viel intensiver. Also, du nimmst die ganze Außenwahrnehmung viel intensiver wahr. Deswegen fühlt sich der Tag einerseits kurz an, aber einerseits auch voll lange. Voll komisch irgendwie. Heute kochen wir auch hier. Heute Nudeln, Ei und Pesto. Das ist es. Ich glaube, bis zur nächsten Ortschaft, wo es wirklich auch wieder Zivilisation gibt, ist, glaube ich, 16, 17 Kilometer entfernt, ne? Ja, also, 20. Oder 20? Keine Ahnung, irgendwas so zwischen 16 und 20 Kilometer. Das machen wir heute Abend auch noch und dann sind wir dort. Und dann haben wir heute, glaube ich, auch wieder so mindestens 47 bis 50, ich weiß nicht, je nachdem, ob es 16 sind oder 20 Kilometer. Also läuft dann alles super. Warum wiegst du das jetzt ab? Damit ich ein bisschen mehr Überblick habe darüber. Angst zu wenig oder Angst zu viel? Angst zu wenig. Zu viel. Ja, zu viel ist Junge, wenn du 50 Kilometer am Tag rennst, da hast du sicher nicht zu viel gegessen. Aber ich glaube, der verbrennt damit schon, lass mich nicht lügen, ich schätze mal so 3.000 bis 4.000 auf jeden Fall. Vielleicht sogar 5. Und dann kommt der Grundbedarf noch dazu von 1.000 bis 2.000. Ja, Junge, da musst du mal 6.000 Kalorien reinspachteln am Tag, um überhaupt auf Null zu sein. Schnell, einfach funktioniert. Banane, Haferflocken, Whey Shake, alles drin, was man braucht eigentlich. Grüner Apfel. Mhm. Grüner oder roter Apfel? Grün natürlich. Beste. Ich weiß, normalerweise Obst größer Süßigkeiten, aber ein bisschen schnellen Zucker vor dem zweiten. Das feiere ich bei Arda auch. Seine anderen Videos. Schaut auf jeden Fall gerne mal bei dem Kanal vorbei. Also Support hat der 100% von mir. Der ist auch richtig cool, also richtig gesund und so. Geile Lebensmittel, sowas, wo ich auch Fan bin. Den Körper wie eine Maschine, ein Lamborghini sehen, der tankt ja auch nur das Beste in euren Sportwagen. Und der geht auch zum Beispiel viel im Bioladen einkaufen, wie ich das auch mache. Ballert sich rote Beete und so ein Kram. Also ja, finde ich stark und fehlt ein bisschen so in unserer Generation, auch in der Bodybuilding-Bubble. Es ist immer nur so, ja, friss halt Reis und Fleisch und ja, man macht sich wenig Gedanken über Qualität und Herkunft und saisonale Geschichten, regionale Sachen und so, also wirklich cool. Lauf, pack rein die Carbs. Super. Also Tag 3, es geht in die zweite Runde. Jetzt 17 Kilometer ungefähr bis zum nächsten Dorf, wo wir dann hoffentlich heute Abend schlafen werden. Richtung Sachsen-Anhalt. Also wir sind auf Brandenburg raus. Kalle an der Saale oder so. Ich würde sagen, ich lauf los. Was hast du? Ha? Ja gut, das mit Konstanz vorher, das war wohl ein bisschen... Es war wahrscheinlich komplett behindert von mir, oder? Ja, das war's. Denn Konstanz ist am Bodensee und Berlin ist hier und der Bodensee ist da. Also kann er sicher nicht in 4 Tagen durch Deutschland gerannt sein. Perfekt. Halt. Ich habe vorhin eine Fliege verschluckt. Sie ist straight in meinen Hals geflogen einfach. Egal, ein bisschen Eiweiß. Wir sehen uns später. Später. Ich glaube, auf der Reise werde ich jeden begehbaren Boden, den es gibt, mal betreten. Heutigen Lauf auf dem Menü steht für Fliegesteine. Super. Super. Boah, Digga.
für mich so unstabil, ja, die Brücke. Digga, die bauen so krass. Chat. Hast du Chat? Was riecht da? Wahrscheinlich eine sehr alte Brücke, aber geile Aussicht. Eine Runde schwimmen. Wäre auch nicht schlecht. Für Abwechslung. Super, es sind 17 Kilometer jetzt bis zum nächsten Spot. Wir sind jetzt Richtung Sachsen-Anhalt. Also wir sind offiziell aus Brandenburg raus. Mal gucken, was für ein Ort das ist. Ob wir dort irgendwo schlafen können oder uns breit machen können mit dem Zelt. Ich glaube, die ursprüngliche Route ist über Frankreich, Portugal, Frankreich, Spanien, Portugal, dann mit dem Flieger rüber nach Boston und dann nach New York. Hat er zu mir gemeint, ich weiß jetzt nicht, ob die davon abweichen werden, aber auf jeden Fall ist das geisteskrank. Kilometer 1 geschafft, noch 16 Folgen ungefähr. Sehr befahrene Straße, aber Taktik mit dem Gegenüberlaufen, dass ich die Autos sehe und zur Seite gehen, funktioniert super. Boah, Digga, das nervt so krass. Bei jedem Auto, was sich vorbeifährt und wegen mir so einen Schlenker machen muss, entschuldige ich mich die ganze Zeit. Ich mach die ganze Zeit so. Ich hab schon Pump in der Schulter bekommen, deswegen. Anders, ja. It's too bad. It's too bad. It's too bad, Stress. So geil einfach auch. Ah, ein Sonnenschein. Der Tag. Oh, noch. Paddeln. Der. Straße ist so befahren. Ich muss das sehr mit Auge machen, ja. Aber geht schon. Diese Pausen nerven auch schon. Bau der Brücke. Oberbaurat von Berg. Kein Plan, Junge. Danke, Bro. Dankeschön, Dankeschön. Ciao, ciao. Was sind Kilometer? Können wir pennen? Nee, wa? Ah, das ist freiwillige Feuerwehr. Das ist Beton. Wo schlafen wir? Also hier kann ich ja kein Zelt aufbauen. Option wäre entweder wir finden noch was oder so Pension oder so mal anfragen. Können wir machen. Habt schon geguckt, wo Pension ist? Kilometer? Du musst ja noch hinlaufen, wa? Ja. Die Autos sind gebrettert, ich musste so viel Pause machen die ganze Zeit, weil da war gar kein Gehweg und ich glaube die Landstraße war mit 100. Sie sind so an mir vorbeigebrettert. Ich habe einfach Pump bekommen in meiner Schulter. Immer bei jedem Auto, ich habe mich so entschuldigt mit der Hand so einer auf Dings. Und ich bin immer so ein Stück vorbeigegangen. Bei normalen Autos war der Druck vom Wind nicht so krass, aber da sind ein paar Mal so LKWs. Da war schon so eine Druckwelle, wenn die so mit 100 an dir so 2 Meter, 3 Meter an dir vorbeibrettern. Liebe Grüße an die Jungs, die mich angehubt haben und gegrüßt haben. Super Sinnes. Und auch an die Fahrradfahrer. Geil, ja. Also sagst du es Finish für heute, ne? Wie viel haben wir heute insgesamt? Über 50. Soll erfüllt, ne? Mit 42. Ja, also Ultra ist wieder gemacht worden. Hast du Hunger? Ja, aber lass gleich was kochen. Aber ich will erstmal geduscht haben. Was machen wir? Nudeln, Thunfisch, Pesto, Ei. Die Mahlzeit. Die Studentenmahlzeit des Vertrauens. Die ganze Zeit nur Bowls fressen. Ich schwör's dir. Ich lauf jeden Mittag. Müssen mal gucken, wo die Pension ist. Ich laufe jetzt hier zu der Pension, wo ich hier sein soll. Die haben sogar Sauna hier. Super. Sauna am Lorenz. Oh, die ist zu, oder? Haben die zu? Oh nein. Warum sollen die zu haben, ne? Eine Ewigkeit später. Oh, Gott sei Dank hat's geklappt jetzt, ja. Gott sei Dank hat's geklappt. Ja, wir sind von einem Ort zum anderen Ort gelaufen. Dorthin, die Pension hatte zu, hier hatte das zu. Jetzt hat uns eine Pension aufgenommen, wie ihr sehen könnt. Oh, Gänsehaut. Boah. Okay, ich gehe jetzt duschen. Hart. Ich mache aber, glaube ich, noch ein paar Liegestütze, ja. Boah. Boah, diese warme Dusche. Kannst du mich kurz aufreißen? Oh, die warme Dusche war unglaublich. Die warme Dusche war wirklich unglaublich. Jetzt machen wir uns gleich was zu essen. Wir warten nur noch, bis das YouTube-Video hochgeladen ist. Digga, hätten wir kein Internet. Also wir Internet ist eh Katastrophe hier. Aber mit allen Hotspots und allen Dings haben wir es jetzt irgendwie noch hingekratzt bekommen. Das kommt gleich online. Und dann basteln wir uns schnell hier noch was zu essen. Und dann geht's schön schlafen, ja. Im Bett. Und morgen geht der Grind weiter. Super. Wir machen jetzt hier Freestyle. Nudeln einfach mit Pesto und Thunfisch. Auf ganz minimalistisch. Wir haben ja auch noch Tofu. Schwarzkümmel habe ich auch nicht genommen. Dieser Tag heute war wirklich geisteskrank.
Wir konnten das Video nicht hochladen, weil Internet nicht funktioniert hat am Ende. Wir wussten nicht, wo wir schlafen können, also weil wir in der Stadt sind. Das ist wirklich ein Dorf. Es ist wirklich ein Dorf. Hier gab es wirklich nirgendwo eine Wiese, wo man irgendwie mein Zelt aufschlagen kann. Jetzt haben wir Gott sei Dank eine Pension gefunden. Aber ich sag dir ehrlich, Nudeln mit Thunfisch und Pesto hat man eigentlich alles drin, was man braucht. Eiweiß, bisschen mit Schwermetallen. Bisschen gute Carbs durch die Nudeln. Ein paar Schwermetalle, die haben noch nie geschadet, Junge. Cyborg. Lache einfach unnormal ansteckend bei ihm. Metall passt eigentlich so, als ob es Schwermetall. Wir befinden uns in diesem großen Auto, wo das Kamerateam, also die Jungs, Paul, Adit, drin schlafen und hausen. Aber guckt euch das an. Da ist so viel Equipment drin, auch Klamotten und Essen etc. Morgen ist ja der vierte Tag, also morgen ist Freitag. Morgen kommt noch ein Assistent, weil Paul braucht noch jemanden und Adit braucht noch jemanden, ja, für den Content. Der kommt mit einem zweiten Auto. Da kann man dann wenigstens die Sachen ein bisschen lagern und man kann hier wenigstens auch vernünftig sitzen. Weil, bitte, guckt euch das an. Das ist wirklich Gänsehaut. Eine Waage mit Dynamo. Als ob ich so ein Beyblade aufdrehe irgendwie. Weißt du? Ja, du brauchst Batterie nicht wechseln. Oh, wollen wir morgen bei Netto einen Einweggrill holen und morgen Mittag grillen? Das Sujuk und so? Ja. Ja. Ich weiß nicht, ob wir das hier bei dem Netto hier bekommen, aber ja. Sind zwar ein bisschen al dente, aber ein bisschen bissfester ist besser. Probieren wir mal. Wie ich das ja am Ende sagt. Ja, passt. Ich habe mich noch nie über Nudeln so gefreut, weißt du was? Unglaublich. Ohne Spaß. Ich sag euch so, wie es ist. Schmeckt gerade wie das beste Essen der Welt. Mhm. Ich könnte mir jetzt nichts Besseres vorstellen. Glaube ich. Nach einem harten Training, nach einer harten Einheit, nach einem Ultramarathon. Das geht. Als Nudeln, Thunfisch und Pesto. Super. Protein. Deswegen mache ich auch einfach verdammt gern Sport. Einfach weil das Essen danach nochmal anders reinschöpft. Und Ribs. Protein Nutella. Morgen. Morgen. Wie war die Nacht? Heute sehr gut warm. Hatten wir Glück gehabt. Mal gucken, wo wir heute landen werden. Ich nehme jetzt hier meine Subs noch. Das neue Endurance Perfect Base von ASN. Ist auch alles mit drin. Kreatin etc. Sogar etwas rote Beete mit dabei. Ingwer-Extrakt, Leucin, Kollagen-Peptides. Super. Und Daily nehme ich auch nochmal zusätzlich. Wir suchen jetzt die nächste. Oh Junge, da geht's rein. Daily ins System, 365 Tage. Da weiß er Bescheid. Ist ein Ort raus, wo wir hin müssen. Hab sehr gemütlich geschlafen, schön warm gewesen. Bisschen erholt wenigstens. Ja. Ja, ja. Ja. Gut, freut mich zu hören. Vielen lieben Dank. Ciao, ciao. Ja, tschüss, alles Gute. Dankeschön. Let's go. Okay, Bro, später. Später. Einfach der Daily. Der Daily Grind morgens zum Kameramann. Okay, Brudi. Bis später, dann einfach kurz losjoggen, kurz, vor allem um 50 Kilometer später, Nudeln mit Pesto und ab ins Bett. Ich bin wieder back on track, Tag 4, erster Lauf des Tages. Ich weiß nicht, ob man mich hört, ich schrei jetzt mal, aber es ist so ein kranker Gegenwind. Es fühlt sich an, als ob ich, keine Ahnung, die ganze Zeit jemanden wegschieben muss. Ich würde sogar, da schiebt man halt noch den Wind weg. Glaubt an eure Träume, arbeitet dafür, seid fleißig. Lasst euch von niemandem etwas kleinreden. Egal wie unwahrscheinlich es für andere erscheint, was ihr erreichen wollt. Wenn ihr fest daran glaubt, ihr selber, dann könnt ihr das erreichen. Ich glaube sehr fest daran. Egal wie lange es dauert, haltet immer dran fest. Egal wie lange es dauert. Bei dem einen geht schneller, bei dem anderen dauert es länger. Aber beißt euch fest, es wird sich lohnen. Egal was ihr anstrebt, egal. Egal wie alt ihr seid, egal in was für einer Lebenssituation ihr euch befindet, gibt alles. So, ich bin jetzt hier an dem Ort. Ich komme hier nicht vorbei, aber ich frage jetzt mal die Leute auf der Baustelle, dass ich hier durchlaufen kann, weil sonst geht das nicht. Verzeihen Sie, ich bin Ultraläufer und ich muss hier durchlaufen. Ich versuche nach Porto zu laufen. Das hört sich jetzt ein bisschen komisch an, aber ich bin hier. Tut mir leid, dass ich hier Baustelle, weil ich kann nicht anders rumlaufen. Wenn es, ja, ist es okay? Du bist lang hier, ich bin sehr was ruhig. Ja, es tut mir leid. Also ich wollte nicht, dass Sie, wollte nur Bescheid sagen. Ich bin wirklich auf dem Weg nach Portugal. Nach Portugal? Ja. Ey, das ist
Oh. Dankeschön, ciao, ciao. Hat gut geklappt, Gott sei Dank durfte ich da durchlaufen. Weil und, wohin geht die Reise? Manni, Manfred, ich laufe nur gerade nach New York. Nee. Das hat mich jetzt komplett auseinandergenommen. Das wäre ein unglaublicher Umweg gewesen. Wo muss ich jetzt lang? Bruder, wo komme ich hier lang, Dicker? Ach du Scheiße. Boah, war das unangenehm. Aber hat gut geklappt. Es gab keinen anderen Weg. Jetzt bin ich hier auf der Landstraße. Und weiter geht's. An den Bauarbeiter Sebastian, danke. Ich habe extra zu ihm gesagt, dass ich nach Portugal laufe. Das ist wenigstens für ihn ein bisschen nahbarer. Hätte ich jetzt in New York gesagt, dann keine Ahnung. Ich glaube, dann hätte er komplett gesagt, ach komm, Digga, lass ihn mal in Ruhe. Regen hat Gott sei Dank ein bisschen aufgehört. Bei Kilometer 14 jetzt, noch ungefähr so 17 Kilometer bis zum nächsten Dorf. Dann haben wir es gleich geschafft. So kalt, ich spüre meine Hände nicht mehr. Ich bin flitschnass. Nach 10 Kilometer, dann haben wir es zum ersten Standpunkt geschafft. Junge, Junge, völlig krank. Ich weiß nicht, ob ich den im Video gesagt habe, aber wild. Oh. Boah, war die Strecke hart. Alter, ich spüre mein Gesicht nicht mehr. Digga, es war so ein Gegenwind. Die ganze Strecke, 32 Kilometer, ich schwöre, ich hat sich angefühlt, als ob ich jemanden mit mir mitziehe. Das war wirklich geistkrank. Und so befahren, die ganze Zeit, dieser Gegenwind, also der Druck auch noch von den Autos. Manchmal waren die Anstiege so groß, so hoch, dass ich manchmal so ein bisschen mein Gleichgewicht verloren habe. Bin so ein bisschen auf die Straße kurz gekippt. Dann haben die gehupt und dann bin ich wieder so auf die andere. Ja, das war, Alter, ich bin ganz schockiert. Wir sind angekommen, 32 Kilometer. Aber war geil. Okay. Digga, diese Gespräche mit meinem Schweinehund, crazy. Ey, Mann, oh, der redet mir so aus der Seele. Das ist, und das ist sportartenübergreifend. Das ist, ich glaube, jeder, der so Limit-Erfahrung macht, der ist so gepolt, Mann. Das ist sowas Geiles. Ich habe ganz jetzt zu ihm gesagt, das ist das. Das ist alles, was du hast. Das ist alles, was du hast. Hast du deine nasse Jacke hier hinten aus Obst und so gelegt? Nee, auf die Tasche. Auf meine Tasche, ne? Also deine Tasche ist doch wasserfest, oder nicht? Ja, extra deswegen. Ja. Gut, dass du das wusstest. Gesundheit, Alice. Mhm. Super. Weißt du was? Riech ich nach Schweiß? Ja? Ja, ja. Scheiße. Schön später eigene Waschmaschine. Meinst du, es wird draußen trocken, wenn wir es aufhängen? Also die Schuhe sind plitschnass. Diese Fließmützen sind mieskennig, ja. Die sind so richtig schön. Denkst du, es regnet wieder? Ich sag mal so, ne? Der April macht, was er will. Bang, bang, back on road. The real definition of beast mode. Irgendwelche Wünsche, wenn du ankommst? Ich weiß nicht, ob das rostet, die Klimmzugstange draußen jetzt. Würde ich mich freuen, wenn ich ankomme und da hängt eine Klimmzugstange. Super. Super. Hallo, Küche. Ciao, ciao. Geile Wege bis jetzt. So Offroad-Wege. Hoppa, hoppa. Hopp, hopp. Zwei Wochen freier Wildbahn. Super. Tag 4, zweiter Lauf des Tages Richtung New York bis zum nächsten Standort, wo wir, glaube ich, relativ gut hausen können. 14 Kilometer entfernt. Dann haben wir heute so auch wieder ein Ultra, 46 Kilometer ungefähr gemacht. Ich halte da schon laufend. Heute wirklich sehr regnerisches Wetter. Auch sehr, sehr windig. Hier geht's jetzt schön bergauf. Was hast du wieder organisiert? Digga, ich hab geklärt. Ja? Also dürfen wir hier. Ja, es ist ein Privatgrundstück. Wir haben Strom, Wasser, wenn du was brauchst, du kannst auch innen drin warm duschen, wenn du willst. Für alles gesorgt. Man merkt jetzt, steht uns ja der Harz bevor. Ne? Man merkt schon, es geht langsam hoch. Ich hab denen das erzählt. Morgen Harz in einem Dings. Ja. Und sie wird tough. Wird tough? Wird tough, ja. Was haben wir gemacht jetzt? Ja, fast 16. Krass, ne? Guck mal, es sind jetzt 16 und auf dem Navi stand 14. Also es ist auch immer wieder plus minus. Ja, safe. Lieber mehr als zu wenig.
Was ein schönes Grundstück ist das aber. GG's. Erstes Video ist online. Ich hoffe, euch gefällt's. Und ich hoffe, wir enttäuschen euch nicht mit dem Content. Ja, man, heute leider einen Tag später gepostet, weil gestern gab es ein paar Komplikationen. Ja, schon. Jetzt die kommenden Tage wird dann wahrscheinlich, weil wir weiter weg sind, muss viel Freestyle sein. Normal Nudeln, Pesto etc. Super ist ein Rot. Lass mir den Gourmet raus. Digga, er sieht auch nicht aus, als wäre er gerade 54 Kilometer gelaufen, ne? Er sieht so entspannt aus. Warst du entspannt? Er sieht so entspannt aus. Jetzt im Zelt ist ein bisschen kalt, aber passt schon. Ich hab nur den Arsch offen. Wenn du nicht mehr kannst, dann mach doch keine Klimmzüge. Setz dich hin, genieß ein bisschen die Sonne, hau dir Paris ein. Ich will nicht als dünner Junge zurückkommen. Ja, aber du musst irgendwo Abstriche machen. Das geht nicht. Ich guck das Video, du sagst, du bist unterzuckert, hast du nicht gesehen? Was machst du? Ich sag, im nächsten Cut sage ich direkt, da muss ich ein bisschen entspannen, schön dein Leben, du gehst an die Klimmzugstange. Wo habt ihr die Stange überhaupt her? Lass die zu Hause. Ich hab die bei Amazon extra geholt, dass man die am Baum befestigen kann. Dass ich wenigstens irgendwo, wenn ein guter Baum ist, dass ich ein paar Klimmzüge machen kann. Wie läuft's? Läuft gut. Wir haben heute wieder Glück gehabt. Die Familie hat uns wieder auf den Garten gelassen. Wie krass, Digga, wie freundlich sind die? Ja, Bro, ich schwöre, wenn du. Am Anfang sind die immer ein bisschen skeptisch. Aber dann, wenn du halt erzählst, was du machst und so, dann für was du das machst, dann finden die das cool so eigentlich. Und also dann, du fragst sie, ob du bei denen im Garten pennen kannst? Sagen wir halt, ja, wir laufen nach New York und dann sind die ein bisschen verstört und sagen dann, dass wir hier irgendwo kurz parken können und dann irgendwie, ja, schlafen können. Die meistens sind die dann... Wo bist du gerade? Wir sind jetzt hier kurz vorm Harz, also jetzt morgen laufe ich durch die Berge, ja, morgen 47 Kilometer durch die Berge. Überleg mal, den Anstieg hoch und dann Vollgas über den Harz, Alter. Ärger wahrscheinlich. Und wann bist du so zum ersten Mal nicht mehr in Deutschland? Boah, ich glaube, das dauert noch so 10 Tage. 10 Tage bin ich in Frankreich. Na gut, ich schreib dich auf. Leg die Beine hoch. Mach ich, Bro. Leg die Beine hoch. Ciao. Grüße, ciao, ciao. Super, Jello. Aber ein paar Klimis müssen gehen. Boah, Mann, ich feier's. Richtig geil. Moin, ich hab bei Strava. Ach, Strava, gut. Ja, und dann also, habe ich gedacht, na, du bist einmal hier in der Gegend, ja. Hier kommst du wahrscheinlich nie wieder hin. Und da habe ich gedacht, können wir vielleicht ein Foto machen. Sehr gerne. Morgen erwarten mich ein paar Berge, oder? Hart? Oh ja, durch dich habe ich mit Sport angefangen. Echt? Ja, Ende Januar. Geil, ey, sehe ich sowas, ist immer das, ich schwör's dir, das ist das Beste, sowas zu hören. Boah, hab ich erst angefangen. Du hast mich jetzt motiviert. Viel Erfolg, viel Gesundheit weiterhin. Ebenfalls. Zieht euch. Ciao, ciao. Aber da denkt man echt, der ist nicht gelaufen, weil diese Energie, Alter. Wenn Mike checkt mit der Banane, Junge. Cyborg-Season. Also läufst du hauptsächlich Straße dann, Asphalt? Also je nachdem, was der Navi mir anzeigt. Also oft ist es Landstraße, manchmal ist es halt quer durch den Wald, wo gefühlt nur Moos und irgendwelche Stöcker sind. Ich verstehe nicht mal, wie Google Maps diese Wege überhaupt anzeigen kann. Ja, dann viel Spaß im Harz die nächsten Tage. Ja. Also wir haben geguckt, morgens auf jeden Fall trocken über den Tag. Also es soll nur bis 6 Uhr morgens regnen. Was hast du also da das jetzt? Ist jetzt, nochmal? Quitterapfel. Quitterapfel. Gute Most kriegt da im Schäferhofer Weizenglas. Junge, da merkt man richtig auf dem Dorf angekommen. Aber der Most, der wird den Jungen ins Ziel führen. Boah, genau meins. Ich literweise trinken, ja. Jungs, schwer, dass ich teile mit denen. Sehr, sehr lecker. So Leute, herzlich willkommen. Mach voll dem Jungen das Glas. Bei Cyborgs Kitchen. Heute auf dem Special Menü. Wir machen heute schön Dinkel-Vollkornlocken mit Dinkelpenne gemixt. Wir mixen einfach. Und dazu hartgekochte Eier mit Pesto. Ja, was soll ich jetzt sagen? Ich glaube, das werdet ihr sehr oft sehen in den Vlogs. Also Wasser kocht schon, Salz haben wir auch schon reingemacht. Wir machen jetzt hier 1 Kilo Nudeln. Wir brauchen die Kohlenhydrate. Wie lange dauern Eier am besten? Ich glaube 5 Minuten, ne? Wie magst du ihn, weich oder hart? Genau dieser, auf Türkisch nennt man das Kayısı. Das nennt man so, wenn es so noch ein bisschen ganz flüssig, aber dieser schmale Grat. Genau, Kayısı feiere ich es auch, Alter. Genau dieser, das Wachseige, sagt man ja so. Ich glaube 4 Minuten.
bist du dabei. Weißt du, so dieses... Da musst du 7 Minuten und 20 Sekunden. Ich glaube, die Nudeln brauchen 6 Minuten. Ja, okay, 4 Minuten. Da wäre es noch flüssig. Funktioniert aber auch. Der braucht 6 Minuten und der braucht 7 bis 9 Minuten. Ja, stopp. Fickst du die gleich einzeln raus? Ja. Wie ist die Luft hier drin, was würdest du sagen? Bruder, ich sag dir ehrlich, ist gerade sehr gut, dass es so ein bisschen dampft und ein bisschen warm ist. Weil mir war die ganze Zeit kalt. Okay, also ich mache hier einfach den Timer jetzt auf 8 Minuten. Ich glaube, 8 Minuten sind wir alle zufrieden. Wir sehen uns gleich beim Mampfen. Super. Oh, Schwermetalle auf Dings. So, passt. Guten Appetit, Männer. Und Mädels. Alle, die zuschauen. Richtig. Mhm. Super. Sehr gut geworden. Was ist hier so? Super. Mein neues Bett. Eine Isomatte. Ein paar Decken. Habe ich mich jetzt hier hinten eingenistet auf einen hoffentlich erholsamen Schlaf, weil morgen geht's in den Harz, warten einige Kilometer auf mich wieder. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst gerne ein Like da, abonniert den Kanal, würde ich mich sehr, sehr freuen. Checkt auch meinen Strava-Account ab, falls ihr nochmal die Routen besser erkennen wollt. Vielen Dank für eure Liebe, ich weiß das sehr zu schätzen. Ich hoffe, das zweite Video hat euch gefallen, Episode 2. Bis zum nächsten Video. Supersens. Völlig, Junge, da fliegt mir fast der Ohrhörer vom Kopf, aber völlig geisteskranke Geschichte hier, was Arda Sacic durchzieht. Also supportet den Junge, ich werde es auf jeden Fall machen. Ich bin zwar nächsten Monat in New York, da ist er noch nicht da, aber ich habe schon geschrieben, ey, irgendwo muss ich den anfeuern, weil dieser Mann ist wirklich, macht da was Großes, zieht auch viele Leute mit, motiviert viele Leute und ihr wisst, ich bin Fan von sowas. Aber wenn euch die Reaction gefallen hat, wenn wir mehr auf Arda reagieren sollen, lasst es mich wissen, lasst es euch da draußen gut gehen, bleibt gesund, habt einen guten Pump oder einen guten Lauf, je nachdem, in welcher Disziplin ihr unterwegs seid. Bis dahin, alles Gute, euer Urs. Adios.